Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei uns, dem Team Rade, beziehungsweise hier auch auf der Gemeinde Rade. Ich bin jetzt gerade solo unterwegs, deshalb nehme ich mal in aller Ruhe ein Video auf und möchte in der Bodenbearbeitung weitermachen. Wir werden uns dazu dem Herrn Berg sein Zugpferd nehmen, Fan 724er, und ich habe dazu ein bisschen die Vario-Schaltung bzw. Die Funktionsweise auf dem Joystick angepasst, sodass wir das Vario-Getriebe deutlich realistischer nachspielen können. Das Ganze will ich jetzt mal ausprobieren und werde dazu natürlich auf den Acker gehen. Der Acker wird hier die 1 sein. Auf der 1 wurde, so wie ich das noch richtig im Kopf habe, Kalk ausgebracht und den werden wir einarbeiten. Dazu haben wir am Shop noch ein weiteres Bodenbearbeitungsgerät gekauft und das muss ich jetzt erstmal abholen. Jetzt geht die Simple IC, sehr schön. Dann schwingen wir uns mal hier rein. Ich mache es mir bequem. Und dann können wir auch die Kamera anwerfen. So, wunderbar. Wir haben die Diff-Sperren aktiv. Das brauchen wir nicht. Wir haben das Frontgewicht unten. Das nehmen wir natürlich hoch. So, und dann kann das auch schon losgehen. Ich fahre jetzt eben schnell zum Händler, hole das gute Stück ab. Ich schaue mal, ob ich zwischendurch immer mal noch so ein paar Informationen auch für euch einblende. Denn für den einen oder anderen ist das sicherlich ganz interessant. Bevor wir, sisse, weil ich das gerade sehe, bevor wir aber weitermachen, der Herr Berg, ja, das ist immer so ein kleines Ferkelchen, ne, wenn wir uns den Schlepper hier mal angucken, wie der aussieht. Ich meine, wir fahren jetzt sowieso nochmal in die Bodenbearbeitung, aber ganz so müssen wir ihn ja dann auch nicht hinterlassen, ne, Berg, weißt du Bescheid. Leider ist es so, wenn ich die Simple IC von außen, von innen bedient habe, kann ich sie von außen irgendwie nicht mehr bedienen. Ich muss mal gucken, ob ich mir noch ein Update runterziehe, ob da ein Update gekommen ist. Wir haben hier einen hübschen kleinen Kärcher Professional. Das ist ein ganz geiles Ding. Dieselbetrieben. Hat einen eigenen Wassertank, einen eigenen Dieseltank, der natürlich auch befüllt werden muss. Und wenn wir mal unten rechts auf die Pistole achtet, kann man den auch verstellen. Wo man den noch verstellen kann, ist, ach, wir sehen dann auch im F1-Menü links Schlauchprozent, wie weit ich noch gehen kann. Den Druck haben wir eingestellt, den kann ich mit Keypad 1 und 2 verändern. Dann schaut mal auch nochmal auf das Pistolengerät, das ist natürlich echt geil. Ah ne, mit Keypad 1 und 3. Nehmen wir mal den Druck hoch. Vielleicht können wir dann schneller sauber machen, ich weiß es nicht. Ja, ich dachte mal was anderes als immer die stationären Geschichten. So können wir das auch mal mitnehmen irgendwo. Brauchen nicht an jedem Ort und an jeder Stelle einen Kärcher, sondern können damit auch mal ein bisschen rumfahren. So, haben wir den entsprechend ein bisschen sauber gemacht. Packen wir das Ganze wieder ran. Und fahren zum Händler. So, Getriebe müssen wir nochmal reinschauen. Das steht auf High. Wir haben natürlich ein Vario-Getriebe. Aktuell benutze ich hier noch die Fußpedale. Das Fußgas quasi. Am Acker werden wir dann auf Handgas bzw. auf die Steuerung des Vario-Sticks übergehen. Dazu dann aber gleich, wenn wir dann am Feld sind. Ich würde für das Video vielleicht mal noch eben schnell den Sound des Schleppers hier anziehen. Gut, dafür muss ich mich als Admin anmelden. Ich melde mich sofort wieder, wenn ich das getan habe. So, da bin ich wieder. Dann brüllt das Fahrzeug hier auch so ein bisschen. Finde ich für so ein Video immer besser. Im Stream kann das durchaus mal neben Musik und Gesprächen mit den anderen Leuten etwas störend sein, wenn er zu laut ist. Vier fürs Video finde ich natürlich getreu dem Motto. Er kann nicht laut genug sein.
kann man das ruhig mal ein bisschen anziehen. So, da hinten sehen wir schon das Bodenbearbeitungsgerät. Ich koppel erstmal an und dann erkläre ich euch ein, zwei Sachen dazu, beziehungsweise zeige ich mal noch ein, zwei Sachen dazu. So, das passt. So, Freunde, entschuldigt, aber manchmal ist das auf der Serverorganisation etwas schwierig. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich wollte den hier festmachen. Das ist ein Heliodor 9, 606 Meter Arbeitsbreite, hat das gute Stück, ist von STV Modding. Ich hoffe, ich vergesse es nicht in meiner Modliste zu aktualisieren. Scheibenegge, womit ich jetzt den Kalk so ein bisschen mit einarbeiten will, gibt es glaube ich schon eine ganze Weile da draußen. Halte ich aber für ein recht solides Modell. Und ja, ich denke, dass der 724er damit easy klarkommt. Ich meine, es handelt sich ja auch nur in Anführungszeichen, um eine Scheibenegge. So. Es ist zurzeit sehr viel auf dem Server los. Es kann also passieren, dass der Lenz hier auch gleich noch kommt. Jetzt nicht im Multiplayer, sondern für sich am Schweinehof was macht. Das kann durchaus sein. Und das ist auch gut so. Oh. Das ist oben. Wir sind in der hohen Getriebeabstufung. Das ist gut so, denn wenn wir zum Feld fahren wollen, können wir ruhig ein bisschen Geschwindigkeit haben. So, wie gesagt, das ist Berg, sein Zugpferd. 724er. Leistung haben wir also satt. Und ich bin gespannt, wie das mit dem Vario-Getriebe dann so funktioniert, beziehungsweise ja, gucken wir hier schon rum, mit dem Joystick. Da bin ich sehr gespannt, denn da hatte ich mal Bock drauf, das so ein bisschen auszuprobieren und ist vielleicht für euch auch ganz spannend, zumindest für den einen oder anderen vielleicht. So. Wir haben jetzt hier das Feld zu unserer Rechten. Wir haben hier noch Stoppeln drauf und wir haben Kalk ausgebracht und somit können wir natürlich mit einer Scheibenegge das Ganze jetzt optimal, ja, ich will sagen, einarbeiten. Aber erstmal bereiten wir uns vor und ich möchte euch noch was zeigen. Und zwar bereite ich diesen ganzen Spielstand auch so ein bisschen betriebswirtschaftlich auf. Das bedeutet, dass ich dann entsprechend auch Listen mache, Gewinn- und Verlustrechnungen oder eine Gewinn- und Verlustrechnung. Hier habe ich jetzt noch was Neues gekauft und das können wir direkt mal eintragen. Und zwar ist es der Lehmken Heliodor 9. 600 und dafür bezahlt habe ich 36.000 Euro. Das Ganze wird dann hier in der Liste übernommen und wir sehen, wo wir jetzt hier aktuell stehen. Deshalb ist es, finde ich, immer relativ irrelevant, wie viel Millionen man auf dem Konto hat. Wichtig ist, wie wird gewirtschaftet und was kommt als Ergebnis am Ende der Saison raus. Wir stehen jetzt hier auf minus 980.000 Euro. Wir sind im Beginn eines neuen Spielstands, wir kaufen natürlich Sachen hinzu, deshalb ist logisch, dass wir hier im Minus sind, wenn wir sehen, Fahrzeug- und Gerätekauf 865.000 Euro, Beschaffung Dünger 4.700, Anschaffung Tiere 106.000, Mietkosten haben wir auch schon gehabt, Erträge haben wir jetzt natürlich noch keine. So, das ist also dann an der Stelle klar. Hoppla, das ist jetzt die falsche Ansicht. Von daher sind wir erstmal im Minus. Ich prüfe mal eben schnell die Bodenwerte. Wir haben 24% Feuchtigkeit. Das sollte also kein Problem darstellen. Ich denke mal, ich werde hier, also wir werden, ich weiß nicht, ob ich noch vielleicht GPS mit dazu nehme, einfach testeshalber. Aber ich denke, wir werden hier erstmal ohne GPS arbeiten. Das kriegen wir hin und fangen einfach an der Seite hier an. So, dazu geht es wieder ab in den Schlepper und den bereiten wir uns dann eben auch mal eine Runde vor.
Und zwar, wo fange ich an? Wo fange ich an? Zum einen gehen wir in die niedrige Getriebeübersetzung. Haben wir hier im VCA das Vario-Getriebe ausgewählt. Das hat natürlich die Lastschaltstufe, wie das hier schon erklärt wird. Stufenloses Getriebe mit zwei Bereichen, Low und High. Wir sind jetzt in der Low. Im Low-Bereich drin bis 29 km/h. Das ist auf dem Acker ja natürlich völlig ausreichend. Ich werde jetzt, vielleicht zeige ich das nochmal außerhalb des Schleppers, bevor wir hier loslegen. Ich finde das spannend. Ich habe mir das so ein bisschen von Lenz abgeguckt. Wechsel mal hier auf die Ansicht. Wir haben ja jetzt hier den Joystick. Wenn ich jetzt nach rechts tippen werde, dann wird in dem Fahrzeug die Gasannahme oder die Geschwindigkeitserhöhung und Geschwindigkeitsreduzierung über den Joystick aktiviert. Beziehungsweise, dass die Geschwindigkeit gehalten wird. Also ich kann dann nach vorne drücken, er beschleunigt, ich gehe zurück, er wird langsamer, ich gehe nach links, ich aktiviere den Tempomat. Ich kann hier noch die verschiedenen Tempomatstufen switchen. Und das Ganze will ich jetzt mal in Summe so ein bisschen ausprobieren. Kann man sich im Prinzip in der Tastenbelegung des VCAs eigentlich ganz easy zusammenfuddeln. So, wir suchen uns jetzt eine schöne Position. Ich will mal hier ein bisschen weiter vor. Dann können wir hier schon mal ausklappen. Prima. Wir aktivieren die permanente Geschwindigkeit, obwohl die aktivieren wir noch nicht. Ihr seht, ich gebe jetzt, also ihr könnt natürlich meine Füße nicht sehen, aber ich gebe kein Fußgas. Ich gebe hier wirklich über den Joystick Gas. Ihr seht es ja auch, ne, an der Joystick-Bewegung. Wenn ich den Joystick aber wieder loslasse, in dem Fall geht er aus der Beschleunigung natürlich raus. Was ich dann dafür jetzt mache, ist, den einmal nach rechts zu tippen. Ihr seht vielleicht die kleine 0,4, die neben diesem durchgestrichenen Lenkrad, die kleine Zahl. Wenn ich die jetzt erhöhe und den Joystick loslasse, bleibt er auch in der Geschwindigkeit drin. Gehe ich wieder nach rechts, wird das deaktiviert. Ne, so wie das, denke ich mal, auch so in der Realität ganz gut passen könnte. So, werfen wir einmal den Blick hier hin, haben wir einen Tempomat auf 16 km/h. Den reduziere ich mir jetzt mal, sagen wir, auf 14 km/h. Der andere steht auf 10, der andere steht auf 15. Können wir auch auf 14 gehen. Hat den Hintergrund, wenn ich jetzt, den Tempomat reinnehme und im permanenten Gas drin bin. Also wenn ich jetzt den Tempomat reinnehme, beschleunige ich ja ganz normal über Tempomat. Nehme ich jetzt permanent Gas halten mit rein, übernimmt, wenn ich jetzt den Tempomaten aktiviere. So, jetzt übernimmt das permanent Gas halten im Prinzip den Tempomat. Aber wir können auch einfach das Ganze über den Joystick die ganze Zeit steuern. Ist auch kein Problem. So, also das nur nochmal zur Erklärung. Natürlich ist es relativ unrealistisch, hier kreuz und quer über den Acker gerade zu fahren, um das auszuprobieren. Es ging jetzt aber wirklich nur darum, das einfach mal zu zeigen. Geschwindigkeit sehen wir auch hier. Was ich mir jetzt noch anpasse, ist die Drehzahl. Denn ich will das ein bisschen hochdrehen. Mit 6 Meter haben wir auch ein bisschen was zu tun. Gehen wir nochmal auf die Bremse. Dann nimmt er im Prinzip ja, das Halten an im Getriebe. Ich aktiviere mir mal die manuelle Drehzahlauswahl und wir beschleunigen oder ziehen mal hier hoch auf, sagen wir, 1900 in etwa, 1933 steht er jetzt. Das Ganze kann ich, wenn ich dann hier wieder drücke, direkt abschalten. Ich will das aber jetzt haben, das passt. Dann aktivieren wir hier schon mal die permanente Geschwindigkeit, crawlen ja schon mal ein bisschen los. Bringen uns ein bisschen in Position. Senken ab und beschleunigen. Sagen wir mal so auf, ja, 13 km/h finde ich hier gerade ganz passend.
Aber vielleicht hätten wir hier auf der langen Seite eher anfangen sollen. Aber das sieht soweit gut aus. So arbeiten wir jetzt den Kalk ein bisschen ein, stürzen noch ein bisschen die Stoppeln. Ja, vorher war das, ich weiß es gar nicht, ich denke mal, das sieht aus wie Weizen. Sollte also ein Weizenfeld vorher gewesen sein. Und dann können wir das Ausfallgetreide noch ein bisschen einbringen. Natürlich könnte ich jetzt noch zusätzlich den Stoppelsturz aktivieren, aber... Obwohl, doch, das könnten wir eigentlich machen. Ich reduziere hier mal ein bisschen die Geschwindigkeit runter. Obwohl, es macht Sinn, dann erstmal auszuheben. Ausprobieren können wir es mal. Ich weiß ja nicht, was dann hier passieren wird, wenn wir den Stoppelsturz noch mit auswählen. Wo habe ich mir das draufgelegt? Steuerung links, Alt links und S. Ist dann somit aktiviert. Wir können uns nochmal im Escape-Menü den Feldstatus anschauen. Dann hat er jetzt eine Düngestufe, hat die Düngestufe 1. Mal schauen, was passiert, wenn wir quasi jetzt noch den Stoppelsturz machen. Dann sieht das Ganze so aus, das macht natürlich auch Sinn. Wenn wir mal ein, zwei Bahnen weg haben, gucken wir nochmal ins Escape-Menü. Aber letzten Endes, also das ist jetzt einfach nur mal zum Test noch. Ich werde das dann komplett durchgrubbern, denn wir befinden uns im Frühjahr. Im Frühjahr ist ein Stoppelsturz natürlich relativ... Ja, unrealistisch, ne? Aber es ist halt so, ihr wisst ja, wie es ist. Wir fangen einen neuen Spielstand unter Seasons an, dann haben wir natürlich teilweise auch abgeerntete Flächen. Und die sehen dann eben so aus. Also kann man das Ganze jetzt mal einarbeiten oder wir grubbern es einfach. Und da ich jetzt den Kalk einarbeiten will und gesehen habe, dass man das durchaus mit Scheiben eng macht. Zumindest habe ich das in dem Video gesehen. Da fand ich das mal relativ sinnvoll. So, halten wir mal kurz an. Ne, hat sich nichts dran geändert. Okay, dann machen wir Steuerung Alt links S, deaktivieren die ganze Geschichte wieder. So, 10 km/h haben wir hier über den Tempomaten eingestellt. Das reicht mir natürlich nicht. Ich will ein bisschen mehr. Und der 700er, ihr seht es in der Motorlast auf der rechten Seite, ist damit relativ entspannt hier unterwegs. Hätte mich auch gewundert, wir haben nicht mal mehr Allrad an. Den könnten wir mal noch mit dazu schalten. Auf dem Acker bietet sich das an. So arbeiten wir auf jeden Fall dann jetzt mit dem Kalk ein. Klar, ihr könnt ihn einfach liegen lassen, wir könnten später eine Mulchsaat machen, aber... Ich weiß nicht, ich finde das so zum Einarbeiten ein bisschen besser, muss ich sagen. Umdrehung sind wir jetzt bei 1940. Ich meine, klar, wir machen auch ein bisschen Geschwindigkeit. Hier können wir sogar noch ein bisschen höher gehen. Ah, so passt das. Habe ich gar nicht die Achse gesperrt. So. Also der Heliodor macht einen super Job, den finde ich richtig gut. Das Problem ist halt auch immer, wenn ihr angehangene Geschichten habt, die noch Räder haben, ja, Vorlaufräder oder sowas in der Drehe oder in der Richtung, gibt es halt immer das Problem mit dem Reha-Mod. Und zwar, je kleiner die Räder sind, desto eher oh, das war ein bisschen viel, desto eher kann es euch passieren, dass ihr im Boden versinkt.
Hier haben wir jetzt das Phänomen nicht. Wir haben hinten als Breitreifen konfiguriert. Insofern driftet hier auch nichts. Wir hatten das im Livestream. Dort hatte ich eine Scheibenegge benutzt, die hin und her driftete. Und das fand ich nicht so geil, deshalb haben wir die wieder zurückgegeben. Ich habe jetzt die direkt gekauft. Und die macht ihren Job richtig gut. Ich bin sowieso so ein kleiner Lehmken-Fan. Fragt mich nicht, wieso. Ich glaube, das hat die Hintergründe von IMTS und seinem Lehmken-Pack vom 17er seinerzeit. Das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben. Ich assoziiere Lehmken dann schon immer mit wirklich ordentlicher Technik. Was natürlich nicht bedeutet, dass andere Technik nicht ordentlich ist. Ja, mit 6 Meter Arbeitsbreite sind wir hier auch beim 700er ganz gut unterwegs. Beim Case sowieso, der hat noch ein paar PS mehr. Mehr braucht es auch jetzt nicht. Wenn wir die BGA-Flächen uns anschauen, das kann ich gleich mal über das Escape-Menü machen. Zieh die ganze Geschichte gleich mal wieder ein bisschen anders aus. Bleiben wir mal kurz stehen. Die BGA-Flächen sind die hier hinten, diese gelben, das ist die 3, 36 und 8. Das sind in Summe 37 Hektar. Wir könnten nochmal schnell gucken. Dazu müssen wir in eine andere Liste gehen. Und in die Rade Energie. 36,74 Hektar. Und da brauchst du natürlich ein bisschen was anderes an Arbeitsbreite. Na, der Danny ist jetzt dann fest bei der Rade Energie. Der ist nicht mehr im Milchviehbetrieb, sondern kümmert sich um die Rade Energieflächen und ist dann auch entsprechend dem Hof zugeteilt. Also die Rade Energie hat bei uns quasi einen eigenen Hof, weil es ein eigenständiges Unternehmen ist. Wenn ihr euch mehr für die Aufteilung hier auf dem Server interessiert, dann lasst mich das doch gerne mal in den Kommentaren wissen, denn dann kann ich zukünftig da noch ein bisschen mehr zu erklären und machen. Also wir werden es natürlich eh immer erwähnen. Das ist klar, aber wie gesagt, auch was die betriebswirtschaftlichen Aspekte angeht, das kann ich euch gerne mal zeigen. Bevor die Frage aufkommt, die Liste werde ich jetzt nicht teilen, das sind unsere internen Listen. Aber ihr habt es auch gerade gesehen, ich habe es ja gerade aufgerufen, da will kann sich das ja nachbauen. Vielen Dank auch nochmal an Milan an der Stelle. Der hatte mir ein paar Bilder zukommen lassen von seiner Liste. Ich persönlich habe sowas ja auch beruflich gelernt. Von daher kenne ich mich mit solchen Sachen, was die Betriebswirtschaft angeht, eigentlich auch ganz gut aus. Er setzt hier immer mal ein bisschen auf, das müssen wir mal im Auge behalten. Es ist blöd, dass ich den vorderen Streifen hier schon gezogen habe. Das war jetzt aber einfach nur zu Testzwecken. Normal würde ich den natürlich erst im Vorgewende machen. Aber wie gesagt, das ist halt jetzt resultierend aus den Sachen, die wir gerade ausprobiert haben. Und ich wollte auch mal wissen, wie das funktioniert. Andersrum, wir nehmen jetzt mal die permanente Geschwindigkeit raus. Ich blende mal eben den HUD ein. Wir haben hier 14 im Tempomat. Den Tempomat kann ich natürlich auch einfach drücken. Wenn ich aber den Tempomat nicht nutzen will, weil ich dann den Tempomat regulieren muss, gehe ich einfach wieder auf Geschwindigkeit halten. Vom VCA, der übernimmt die Tempomatgeschwindigkeit und ich regle dann ganz normal hier quasi über den Joystick meine Geschwindigkeit runter. Der Tempomat bleibt weiter bei 14. Wenn ich dann wieder auf den Tempomaten gehe, geht automatisch die Geschwindigkeit halten wieder auf 14 km/h hoch. Ich demonstriere das eben nochmal, wenn wir gleich gewendet haben, und dann denke ich mal, soll es das erstmal gewesen sein. Ist natürlich nochmal einen ganzen Zacken jetzt realistischer mit der Steuerung so. Man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, wenn man so wie ich mit solchen Sachen noch nicht gearbeitet hat. So, wir senken mal ab. Ich mache den HUD nochmal an. Ihr seht, Tempomat ist auf 14 eingestellt. Ich drücke die Tempomat-Taste. Der Tempomat aktiviert sich nicht, aber die VCA-Geschwindigkeit im Bereich Geschwindigkeit halten nimmt die Geschwindigkeit auf. Wenn ich den Tempomaten jetzt hochkorrigiere,
dann ändert das natürlich nicht. Das müsste ich dann hier über den Joystick machen. Aber zu schnell wollen wir auch nicht werden, deshalb regeln wir wieder ein klein wenig runter. Und dann passt das Ganze. Also ich habe natürlich jetzt einen Case. Für den Case gilt das ja nicht so mit diesem, mit dem Fahrhebel hier, mit dem Vario-Hebel. Aber wenn ich einen Fan permanent fahren würde, würde ich mir das halt genauso konfigurieren. Ich habe natürlich dann so, obwohl ne, Probleme habe ich eigentlich nicht mit dem Frontlader, könnte es nochmal schwierig werden. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist, dann muss ich mir die Belegung eben, ja, sag mal, umhängen. Ja, wir haben einen kleinen Surferleck. Aber das gehört halt auch immer mal dazu. So, reduzieren wir wieder die Umdrehung, schalten das Getriebe auf neutral, klappen den ganzen Spaß hier mal hoch und schalten die Maschine aus. So. Also wie gesagt, gefällt mir hier sehr, sehr gut. Oh, haben wir ein Licht an? Oder stehe ich nicht auf der, stehe ich auf der Bremse? Ich stehe wahrscheinlich, also das Fahrzeug steht wahrscheinlich selber noch auf der Bremse. Auf jeden Fall hat der 724er, wie es halt schon zu erwarten war, hiermit wenig Probleme gehabt. Bitte missachtet eben den vorderen Streifen hier. Den hätten wir regulär nicht machen sollen, sondern ich hätte dann ganz normal eben hier an der Stelle angefangen. Das Ganze werden wir auch nochmal drüber gehen. Das wäre dann eben der Stoppelsturz, aber der macht jetzt halt natürlich auch im Frühjahr keinen Sinn. Ja, so werden wir die Flächen fertig machen. Ich halte euch über die Map und über den Spielstand natürlich weiter auf dem Laufenden. Wer das Ganze aus der Schweinebetriebssicht sehen möchte, guckt am besten mal bei Lenz auf YouTube und auf Twitch vorbei. Die Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Da seht ihr das Ganze mal aus der Perspektive des Schweinebetriebes, wie der tätig ist. Und das ist eine tolle Sache. Wenn ihr dort seid, dann lasst da auch gerne ein Abo da und ein Däumchen, denn das lohnt sich einfach. Lenz hat halt echt einen verdammt guten Stil. Da steht ihm nichts nach. Also das sind wir sehr gleich. Sehr, sehr gleich. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da. Ansonsten bitte alles in die Kommentare. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.